Wir wünschen uns alle, entspannt einschlafen zu können und erholt wieder aufzuwachen. Wie das funktioniert, probieren Sie mal das Digit Radio 52 aus. Als Radiowecker überzeugt es mit zwei Weckzeiten, einem dimmbaren, schönen, großen LCD-Display. Sie haben die Schlummertaste mit dabei, Sie haben zwei Weckzeiten, Sie können damit einschlafen. Und zwar mit Ihrem Lieblingsradiosender über DAB+. Digitales Radio, keine Frequenzsuche, kein Rauschen mehr, regionale und überregionale Radiosender. Sie haben immer noch den UKW-Empfang und, Moment mal, geht Ihnen das auch immer so, wenn Sie abends vergessen, Ihr Handy aufzuladen und dann morgens gucken und sagen so, Mann, das ist ja fast leer, was soll ich denn jetzt machen? Wissen Sie was? Sie legen das einfach auf das Digit Radio 52 und oh, das lädt sich ja von alleine auf. Wir haben hier oben eine QI-Ladestation, das heißt Wireless Charging. Viele der neuen Smartphones unterstützen das. Das Smartphone liegt dann quasi die ganze Nacht drauf, wird aufgeladen. Sie werden morgens mit Ihrem Lieblingsradiosender geweckt, schnappen sich Ihr Smartphone, denken sich so, ah super, der Tag kann anfangen, ich kann starten. Perfekt. Wir schalten das jetzt mal ein, wir hören mal rein. Und was erstaunlich ist, das ist in Stereo-Qualität. Im Standby sehe ich immer noch wunderschön die Uhrzeit. Auch das dimmt sich. Ich habe verschiedene Helligkeiten und da ist ein Lichtsensor drin und das Display passt sich automatisch an. Dann kann ich es hier vorne links einschalten und kann dann hier rechts mit den Lautstärketasten natürlich dann auch die Lautstärke einschalten. Wir haben links und rechts halt jeweils einen Lautsprecher integriert und genießen das jetzt ganz entspannt. Und die Bedienung generell erfolgt komplett über die Oberseite. Links unten können Sie mit der Power-Taste das Radio einschalten. Und können dann hier vorne direkt mit den Lautstärketasten auch lauter machen. So, ich mache mal wieder ein bisschen leiser. Sie haben hier oben links die Auswahl Ihrer Lieblingsradiosender. Die können Sie hier direkt abspeichern. In der Mitte kann man da nochmal im Menü wechseln und das Menü natürlich in der Mitte auswählen. Und hier oben rechts haben wir unsere beiden Wecker plus den Schlaftimer. Also wie lange soll das Radio noch laufen, bis ich eingeschlafen bin. Und ganz wichtig für die Morgenmuffel, das ist die Snooze-Taste zum Einschlummern und zum Verlängern. Je nach Interieur wählen Sie einfach aus, weiß oder schwarz. Das Digit Radio 52 ist Ihr perfekter Begleiter in den entspannten Schlaf hinein und erholt wieder hinaus. Das mit dem Wireless Charging, dass ich mein Smartphone hier oben drauflegen kann, finde ich einfach klasse. Das Display, wie gesagt, das passt sich von der Helligkeit her an, egal ob es jetzt im Standby ist oder ob ich das Gerät einschalte. Und das Einstellen vom Wecker ist wirklich ganz easy. Sie drücken einfach nur auf Wecker 1 oder 2 drauf. Schon geht es um die Einrichtung. Dann drücken Sie auf die Select-Taste und jetzt geht es schon los. Welche Uhrzeit möchte ich haben? 6 Uhr? Okay. Welche Minutenzahl? Passe ich da nochmal an? Bestätige das Ganze. Jetzt kann ich noch sagen, von wegen Schlummern und Co., wie lange ich da durchhalten soll. Und dann, ob ich jetzt mit einem Summer geweckt werden will oder mit dem DAB+, also mit dem letzten Radiosender, den Sie gehört haben, oder UKW, das ist Ihnen überlassen. Und wie gesagt, ein Summer muss nicht mehr sein. Werden Sie ganz entspannt wach mit Ihrem Lieblingsradiosender. Das machen wir. Und ja, zuletzt gespeicherter Sender. Passt täglich, passt auch noch. Lautstärke ist okay. Und dann bitte noch einschalten den Wecker. Zack, erledigt. Und schon sieht man auch oben im Display rechts, Wecker 1 ist gestellt. Einfache Bedienung, Stereo-Klangqualität, Handy aufladen. Das ist das Digit Radio 52 und das sollte in Ihrem Schlafzimmer nicht fehlen.